Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Herr Holm-Gabriel, das erste Fest im Jahr ist ja das Frühlingsfest und das fand am vergangenen Dienstag statt vom Seniorenbeirat. Wie ist es denn gelaufen und was wollen Sie mit diesem Fest erreichen? Wir hatten das Fest unter das Motto Lieder sind wie Freunde gestellt und wollten natürlich mit fröhlichen, peppigen Frühlingsliedern ein bisschen Schwung wieder in die ganze Mannschaft dort bringen, wenn nach dem ersten Abtanzen die erste Flaute auftritt. Und das ist uns, denke ich, recht gut gelungen. Am Schluss war überhaupt nicht ans Aufhören zu denken und wir mussten auf die nachfolgende Veranstaltung hinweisen und mussten dann eigentlich abbrechen. Ja, und schon bald gibt es auch die nächste Mitgliederversammlung und auch da haben Sie sich was Besonderes überlegt. Das ist nun schon die dritte Mitgliederversammlung und wir wollen die diesmal etwas anders gestalten, also nicht im Zimmer verbringen, sondern als geführte Stadtrundfahrt mit dem Bus vom Platz, vom Domplatz aus durch die Stadt und wollen am Erzchenhaus enden und wollen dort in einer gemütlichen Kaffeerunde dann das Ganze auswerten und etwas zwanglos diese Mitgliederversammlung durchführen. Und wir hoffen, dass die Leute da viel beteiligter und offener sind. Glauben Sie denn, was Neues zu entdecken in Güstrow? Ich denke, in Güstrow kann man immer etwas Neues entdecken. Güstrow hat ja so viele Verwandlungen durchgemacht und ist wirklich eine schöne Stadt geworden. Und ich kann alle nur einladen, mitzukommen, um wieder was Neues an dieser schönen Stadt zu entdecken. Ja, seit knapp einem halben Jahr sind Sie ja Vorsitzender des Seniorenbeirates. Ist denn die Arbeit eigentlich so gewesen oder haben Sie sie so erlebt, wie Sie sich's vorgestellt haben? Ich glaube, am Anfang war es etwas zeitlich aufwendiger, als ich erwartet hatte. Wir hatten ja nahezu 30 Kontaktgespräche mit Verbänden, Vereinen, Selbsthilfegruppen. Und wenn man das zur üblichen Vorbereitung der anderen bisherigen Veranstaltungen dazurechnet, war es doch kein Nebenjob. Und was würden Sie denn gern noch verändern? Gibt es da was, die Senioren betreffend in der Stadt Güstrow? Ja, mir brennt das Thema Inklusion sehr auf dem Herzen. Dort haben wir auch die Unterstützung unseres Stadtpräsidenten, der ja in dieser Frage in Tirol geweilt ist. Und wir haben natürlich auch begonnen, hier viele Verbände, Vereine zusammenzuführen zu einer Aktionseinheit. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache neben der Arbeit mit unseren Senioren, weil ich davon ausgehe, dass ja mindestens 60% der Senioren anfangen oder schon behindert sind. Das ist halt der Weg des Alters. Und deswegen müssen wir uns in dieser Frage auch für unsere Senioren einsetzen. Ja, und welche wichtigen Termine gibt es denn noch in diesem Jahr 2015 für den Seniorenbeirat? Ja, ganz interessant wird für den Seniorenbeirat selber die Exkursion gemeinsam mit dem VDK nach Schwerin zum Landtag. Ein ganz interessantes Programm erwartet uns dort. Dann haben wir natürlich noch das Sommerfest gemeinsam mit den 90-Jährigen der Stadt Güstrow. Wir werden auch mit den Blinden- und Sehschwachenverband zusammen feiern bei Ihnen und Sie bei der Organisation Ihres Festes unterstützen. Und wir werden natürlich auch vor allen Dingen das 20-jährige Bestehen des Seniorenbeirats feiern und müssen dieses Fest natürlich richtig vorbereiten. Und da haben wir natürlich vorher noch die Möglichkeit, zum Herbstfest des Seniorenbeirates eine richtige Probe zu machen, sodass es dann zum 20-Jährigen, denke ich, gut klappen wird. Und dann sind natürlich die Weihnachtsveranstaltungen, die dann wieder zahlreicher werden. Insgesamt ein sehr ansprechendes Programm und ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, da gibt es ja doch noch einiges zu tun und zu feiern. Also ich bedanke mich erstmal für das Gespräch und ich denke, wir sehen uns wieder in diesem Jahr. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.